Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Dogma. Wir sind in der Schattenfeste oder bei der Schattenfeste angekommen. Und so viel Goblins sehe ich hier nicht. Oh doch, da. Hä? Ne, das sind doch Menschen. Da Banditen? Ah ne, der braucht wohl unsere Hilfe. Howdy, Partner. Sir Robert. I take you for the Arisen. Sir Maximilian informed us of your coming. By your leave, I would ask you spearhead our force here. Our tactics are as such. We aim to strike from the front gate, at the time and means to batter down the doors. I ask that you pass through the hole you see there, lay open the gate from within. I cannot say what may await you within. The danger is great, but I trust you will prevail. Ja, Sigi. I've learned what to do in this quest. Ach echt? We'd best check the grounds to know what to do next. Ja, weiß ich doch. I ask you enter through that hole. I cannot say what may. Ja, da reinkriechen, alles platt machen. Tor aufmachen. Ach, in das Loch hier. There's a way down here. Ups. Da geht's runter. Oh, bin schon drin. Tja, Fiona, Pech gehabt. Wir gehen jetzt woanders lang. Achso, dann. Ja, ich denke mal, da wird uns auch nichts anderes überbleiben. Zack. Können wir direkt die Lampe wieder anmachen. Juhu, ich habe Auftrag gemeistert. Wahrscheinlich Fledermäuse töten. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das Schlimmste, was mir hier entgegenkommt, Fledermäuse sind. Oh, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Geheimgang. Ah ne, hier kann man hoch. Da sind Goblins. Alter, ist doch auch mit Steinlachen jetzt schmeißen. Oder mit. Keine Ahnung. Hahaha. Bumm. Ich hab voll gesessen. Ah, das kriegen wir so hin. Alter. Also der Feuerdamage ist echt nice. Ja, mach mal die Truhe auf, komm. Juhu, Gold. Gold. Schenkelstiefel. Hm. Obwohl ja über Fionas heiße rote Treter eh nichts geht. Ich gehe lieber noch ein bisschen nach oben. Gucken. Wow. Und tschüss. Oh, der hat mich die Treppe runtergeschubst. Der fasst hier wie häusliche Gewalt. Zack. Irgendwie können die nix. Oh ja. Selbstvertürlich, wie Dennis sagen würde. Und da ist auch der Himmel, der das Tor, glaube ich, aufmacht. Nee. Wo war er denn? Let's look around.
Doch. Jemand hat den Himmel entfernt. So ist die Vorrichtung nutzlos. Ja, schade. Warte mal hier. Was zur Hölle ist das denn? Das ist ein Zyklop. Die haben einen scheiß Zyklop, ich glaub's ja nicht. What the fuck? War der nicht gerade da? Wieso ist der denn jetzt da? Moment, die haben zwei. Oh Gott, die haben zwei Zyklopen. Ja, der soll mal hier hochkommen. Ob ich die anlocken kann und dann abballern kann oder so? Wenn ich den mal hier rüberspringe, ist nicht. Oder? Kann ich so weit springen? Ne, besser nicht versuchen, muss jetzt nicht gerade drauf gehen. Cool, der weiß gar nicht, von wo ich schieße oder was? Lol. Haha, da ist er hingefallen. Ich werde einen Teufel tun und jetzt da runtergehen und gegen zwei Zyklopen kämpfen, ey. Der kann gefälligst hierher kommen und dann knall ich den ab, ey. Die scheiß Viecher scheinen ja auch nicht reinzukommen. Sniper Spot würde jetzt hier bei Dark Souls stehen. Wie sollte denn eben so viel Damage gekriegt? Jetzt kriegt er gar keinen mehr. Okay, dem auf den Kopf zu schießen scheint nicht viel Sinn zu machen. Und stehe ich mal hinter. Aber. LOL! What the fuck? Wieso sind die da runter? Sind die bescheuert? Nein! Oh Gott. Oh Mädels. Ja, Siggi, jetzt sind die alle weg. Oh. Da sind sie. Warte mal, da fehlt da eine. Wo ist denn die Rose? Da. Alles klar, dann Offi. Kriegt er erstmal einen Schuss ins Knie. Scheint dir nicht zu interessieren. Warte mal auf da. Cool, die klettert auch schon alle rum. Schon. Lilly ist auch aufgestiegen, jawohl. Komm schon. Oh oh, ich sollte da runter. Hui. Alter, was war das denn? Ui, der hat aber Mumps drauf. Aber der Helm ist weg. Komm, zeig mir mal dein Auge. Das hat der bestimmt total gerne. Wer schießt denn aber mit der Kacke da? Das ist bestimmt einer von den blöden Goblins. Oh, von da hinten? Was ist denn das da oben?
Also irgendwann schießt von da oben, das muss ich erst wegmachen. Ihr kümmert euch weiter um den Riesen da. Geht mir total um den Sack. Ja, das mag er gar nicht. Dachte ich mir. Jawohl, die Achsel. Alter! Und wo ist. Da, das sind so. Nein! Kann sein, dass ich gerade verrecke. Oh, sehr schön. Da ist nur eine. Hui. Ich hab gedacht, ich verreck gerade. Jawohl! Da ist er down. Das Feuer geht mir so auf den Sack. Von da aus schießen die auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die treffen kann. Ah, oh, schön wieder aufs. Oh, oh. Jetzt halte ich doch mal fest. Jawohl, jetzt geht's los. Da halt ich. Alter! Oh, komm. Oh oh, oh oh. Ja, sehr schön. Ja, so ist gut. Halt die Beine? Ach du Scheiße, da kommt der zweite. Jawohl, der eine ist down. So, auch direkt der nächste. Hui! Der hat hier was einen Abgang gemacht. Der zweite hat gar nicht so einen Helm an. Alter, aber der ist viel mehr aggro. Alter. Nein! Dieser Heiler ist down. Das ist nicht so gut. Die Laterne verbraucht Öl. Jetzt sagt er mir, dass ich die Laterne noch anhab. Komm. Ich mach die Laterne aus. So, alle glücklich. So, von hier aus müsste ich da erstmal schießen können. Oh fuck. Boah, wieso geht der zweite denn so krass ab, ey? Jetzt muss ich mich heilen. Konnte man das nicht auch kombinieren zu irgendeinem anderen abgelagerten Grün, natürlich. Okay, wurde erschaffen, alles klar. Enormes Maß an Ausdauer und Gesundheit. Dann geben wir das mal der Fiona. Ein ansehnliches. Dann übergeben wir das mal der Rose. Die kriegt 2. Und Lily kriegt auch 2. So. Hoch da. Ich stehe gerade so dumm rum.
weiß zwar nicht, wo ich gerade bin. Was zur Hölle, ey? Der macht ja gar nichts mehr. Ah, er brennt. Komm schon. Ich bin total aus der Puste. Mann, wenn der Ogre hier platt ist, widme ich mich den Kackern da hinten, ey. Hui, der ins Auge kam gerade genau richtig. Jetzt fängt er am Mund an zu greifen, oder was? Jetzt sehe ich auch, dass der Armut ist. Gefällt ihm nicht. Oh, diese Arschlöcher. Aua. In den Hintern. Jetzt habe ich, dass man ihn damit überhaupt nicht trifft. Der setzt der Lilie nämlich ganz schön zu, wenn ihr an den. Was hat er denn jetzt vor? Jetzt bist du fällig, ey. Tschüss. Was ist das? Können wir das Ding auch benutzen? Ah, haben wir, nice. Bewegt er, um die Balliste auszurichten, drückt dann R2 zum Feuern auch. Vielleicht, um die Pfeile zu wechseln. Alles klar. Explosiver Pfeil hört sich gut an. Was ist denn der Ohr? Ah Mist, da unten treffe ich den natürlich jetzt nicht. Wenigstens haben die da hinten aufgehört rumzuballern. Ach Mist, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Naja.